Reed Step Up ist heute angesagt. Ein Ferritkern brauchen wir. Irgendeinen. Von so einer Drosselspule zum Beispiel. Ein Kondensator, der über 200 Volt hat. Ich habe hier 330 Volt, 100 Mikrofarad. Und natürlich so einen Reed Switch hier. Mal gucken, ob es der Fokus hinkriegt. Reed-Sattler. Hier eine normale 4007er, hier eine Germanium-Ausführung. Ein Batteriefach, macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. So eine ähnliche Schraube, da komme ich dann später noch mit dazu. Ein paar LEDs brauchen wir. Und um den Kern dann zu bewickeln, mal noch ein paar Unterlegscheiben parat legen, die dann auf den Kern hier drauf passen. Weil, ich weiß nicht, wie ihr das dann macht. Aber ich habe das jetzt erstmal so hier gelöst, dass in der Mitte hier, dieses graue ist mein Ferritkern, da ist jetzt graues Klebeband drumherum. Hier hinten dran habe ich eine Schraube mit Heißleim festgeklebt, ne? Also Heißleim zu haben ist auch immer ganz von Vorteil. Das wird dann so in den Akkuschrauber reingespannt und hier vorne kommt dann einfach ein Magnet drauf. Und dann kann ich das schön einspannen und schön bewickeln. Bewickelt wird das jetzt mit 3 Meter von diesem Draht hier, das müsste 0,30er sein, glaube ich. Müsste ausreichen. Dann das Batteriefach hernehmen. Ich gehe jetzt mal, auf welche Seite gehe ich denn? Auf die Minusseite. Gott. Jetzt wird es ein bisschen knifflig. Jetzt nehmen wir nämlich unseren Reed Switch und da mache ich es immer so, dass diese Zunge, die jetzt auf dieser Seite hier ist, ne, praktisch jetzt auf der Seite ist, wo der Finger ist. Ja, und die andere Zunge ist rechts davon. Also könnt ihr mich verstehen? Ne? Also da drin seht ihr ja die Zungen, ne, und die eine ist praktisch, ne, die oberste ist links und die unterste ist rechts. So wird er jetzt eingebaut. Ne, natürlich nicht so hier, dann bringt es ja gar nichts, dann macht es gar nichts, ne, aber so schön senkrecht dazu. Und halbwegs mittig. Thank you.
Jetzt kommt der Teil, wo ich selber immer nachgucken muss, und zwar, wie rum die 4007er-Diode hier unten an den Minus vom Kondensator kommt. Wie ist es hier? Ah ja, so rum also. Okay, na gut. So rum machen wir die Diode jetzt hier ran. Geht gleich weiter. Der kommt dann hier ans Minus der Batterie. Das passt gleich, super. So. Und dieser eine Draht von unserer Spule kommt auch da an den. Was ist denn das? Das Plus ist das, genau. An den Plus. Ah, vorher natürlich schön. Abmachen, nicht vergessen. Oh, Kruzifix, wer ist denn das jetzt schon wieder? Hallo, wir werden doch nicht irgendwelche Kinder sein, die Süßigkeiten haben wollen, wa? Süßes oder saures? Das andere Kabel von der Spule, also den anderen Draht von der Spule, der kommt jetzt hier ran. Daran. Ja, hier also praktisch an den Plus vom Kondensator. Okay, und als vorerst letzten Schritt dann einfach hier dieses eine offene Ende vom Reed mit dem Minus der Batterie verbinden. Und da habe ich jetzt einen kleinen Schalter dazwischen, dass ich den nochmal ein- und ausschalten kann. Dann machen wir mal Funktionstest. Batterie ist drin. Der letzte Anschluss ist auch gemacht worden. Hier zum Schalter. Und wenn man es so schaltet, sich noch nichts. Wir müssen nämlich noch ein Magnet hinten drauf setzen. Okay, kann ich mal gucken, ob es richtig ist. Nee, ja, wahrscheinlich dann andersrum den Magneten. Okay, Magnet andersrum drauf. Ja! Funktioniert. Ein bisschen weiter weg. Du bist der Schalter, hier ist der Schalter. Gut, wenn es blau hier drin ist, ist es natürlich nicht ganz so gut, weil wir nehmen die Last ja nicht ab hier vom Kondi, ne? Das heißt, wenn wir die ganze Zeit in den Kondi reinpulsen, wird das Feld hier in der Spule immer höher, die Spannung wird auch immer höher. Ja, und dann schaltet er irgendwann bei einem Potenzial, was weit weg von Gut und Böse ist. So stehe ich mir es momentan jedenfalls vor. Ja, und der Kondi bleibt dann so bei, na, ich denke mal schon so 100, 150 Volt ungefähr, käme schon raus.
So, und jetzt basteln wir uns noch ein paar LEDs vorne ran. Und die LEDs hängen wir ganz einfach hier an Plus und Minus vom Kondensator. Mehr ist es eigentlich nicht. Wir können die Schottky haben wir ja ganz vergessen, ne? Die Schottky-Diode noch mit drüber machen. Da können wir noch 2-3 extra LEDs mit betreiben. Mal schauen, wie viel wir LEDs damit betreiben können. Gucken wir mal. Das wird ja eine coole Taschenlampe. Okay. Müsste reichen, ne? Ja, das war jetzt eine 12 Volt LED Lampe, so eine 3 Watt 12 Volt LED Lampe. Das kriegt er ganz gut hin. So, jetzt ist mir mal noch was eingefallen. Jawohl. Hier haben wir noch was. Okay. Mal schauen. Ha! Es klappt! Mein LED-Schlauch geht auch damit. Mit einer 1,5 Volt Batterie. Gut. Also 24 Volt kann man auch damit betreiben, so wie es aussieht. So schaut es aus, bevor es mit Heißleim vergossen worden ist. Ich werde es euch noch mal ganz genau angucken. So, soweit alles klar. Ach, das habe ich ja blöd gemacht mit dem Schalter. Aber geht. So, vergießen wir es mal mit Heißleim und dann gehe ich noch mit euch noch mal auf den Boden ins Dunkle. Und dann machen wir noch mal einen Abschlusstest. Leute. Passt doch alles. Ja. Hält ganz gut durch das Teil. Ja, das wird mein nächstes Projekt. Das erste Haus verkabeln. Gucken, ob da auch Reed Switch mit reinkommt. Hallo. Ja. Passt doch alles. Denn. Also hält ordentlich aus, das Teil, ne? Kann man schon nehmen. Na denn, will ich euch mal nicht noch mehr Zeit rauben. Anleitung habt ihr jetzt. Ha, den Rest müsst ihr selber machen.